Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns immer noch auf dem Freeware Add-on Waldhofen 2013 und jawohl, da steht das lange Stück, nämlich ein U530, ein Mercedes-Benz U530GL. Ich hatte es ja nun schon ganz lange angekündigt und ja, in diesem Video und auch im nachfolgenden Video werden wir mit dem ganz langen, mit dem Kawasaki eine Runde drehen. Und zwar fahren wir die SB36 hier von Breisenbruch zum Hofkamp. Ihr seht ja schon, was dran steht. Bevor wir die Leute reinlassen, gucken wir mal ganz schnell noch auf den Fahrplan, wo es lang geht. Also neues Rathaus, Waldhofen Arkaden über die Fachhochschule, Bommerholz Mitte, aber nicht übers Bootshaus, das hatte ich eigentlich angenommen, und dann geht es weiter Richtung Hofkamp und dort fahren wir auch nicht, ihr seht es ja, durchs Gewerbegebiet, sondern geradeaus durch. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, mache ich das gute Stück an. Das gute Stück hat übrigens einen Euro 5 EEV-Motor im Heck und daran angeschnallt ein Automatikschaltgetriebe von Voith. So, und dann lassen wir die Leute auch einsteigen. Guten Tag. Hallo. Hallo. So, dann ging das doch ein wenig schneller als gedacht. Dann erzähle ich euch noch kurz etwas dazu, was ich jetzt so richtig vorhabe in diesem Video. Normalerweise, so habe ich es ja schon beim 530L gemacht, fahre ich mit so einem langen Gerät einmal die Linie nur für mich oder auch offline, oder auf jeden Fall zeichne ich es nicht auf. Ganz einfach, um zu sehen, wie muss ich fahren, wie komme ich rum, welche Engstellen gibt es oder aber auch, was könnte mich behindern bzw. was kommt mir entgegen. Ja, und das hat eigentlich beim U530L ganz gut geklappt. Nur im Video hat es dann halt nicht geklappt und da habt ihr ja selbst gesehen, schön Unfall drinne gehabt. Mit den vielen KI-Kollegen, die mir da und Kolleginnen, die mir da entgegengekommen sind. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt machst du es gleich. Jetzt machst du das erste Video, was du eigentlich offline machen würdest, nimmst du auf, nimmst die Leute, deine Zuschauer mit. In der Hoffnung, du kommst überall gut rum. Ich denke nur an die schönen Serpentinen, die wir da haben, Richtung Hofkamp. Ja, und sollte das bei der ersten Tour nicht funktionieren, naja, dann habe ich am Teil dann doch die zweite Tour noch vor mir, die ich dann natürlich auch aufzeichnen werde. Und dann entscheide ich natürlich, welches von beiden ich veröffentliche. So, ich denke, das habe ich jetzt lang genug erzählt und die Zeit ist auch ran. Dann mache ich uns mal abfahrbereit und dann würde ich sagen, ich gucke nochmal auf die Uhr. Jawohl, es geht los. So, und da geht es ja schon hier mit dem Rausfahren entsprechend los, dass wir hier an den Spiegel gucken müssen, was da so kommt. Aha, der fährt dahin und B müssen wir hier schön vernünftig spät einlenken, aber nicht so spät, dass wir dort gleich an die Pöller hängen bleiben. Ah, hier wird es nämlich dann eng und ich befürchte fast... Ne, es passt noch im Spiegel. So, hier müssen wir natürlich schauen, könnte vielleicht ein Kollege kommen. Neues Rathaus, zur Teilrekonstruktion der Stadtmauer, bitte hier aussteigen. Ja, das heißt also, wir sind erstmal noch ein ganzes Stück unterwegs, bis es wirklich richtig losgeht. So, da ist frei und da kommt auch gerade nichts. Dann fahren wir mal einen schönen großen Bogen, was ich gar nicht müsste, aber wir machen es trotzdem. So, und jetzt entspanne ich mich mal ein wenig in meinem Stuhle und fahre hier die Linie schön, dass ihr was zu gucken habt. So, das heißt aber auch im Umkehrschluss, wir können als SB36 durch den Tunnel fahren und, sag ich jetzt mal, mehr direkter fahren als über... Eschenbeek, genau. So, ein bisschen langsamer werden hier. Die warten.
Der wartet nicht, obwohl er eigentlich rot hat. Okay. So, machen wir ein bisschen langsam hier. So, wenn wir an die Schulter vorbei sind, dann können wir auch schön ausschwenken. Weil ihr seht es ja im Spiegel, da hinten, der Nachläufer ist an der anderen Linie. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Die bremsen alle und fahren auf. So, da können wir schön vorbeizerren. Oder auch nicht. So, wir ordnen uns mal links ein. Da hinten ist noch Platz. So, dann bremsen wir uns mal rein hier. Ah, hier unten ist nämlich nur noch 50, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. So, irgendwie hängt mein Mikro heute wieder mal besonders komisch, aber ich hoffe mal, ich bin laut genug. Aber das ist jetzt zweitrangig. Wichtig ist, dass wir hier vernünftig die Linie fahren. So, Omsi möchte ein wenig KI nachladen. Danke. Na Leute, entscheidet euch doch mal. Genau. Sorry dafür, aber irgendwie hängt das Mikrofon heute. Ich sagte es gerade schon komisch. Irgendwie hängt es mir im Lenkrad. So, dann schauen wir doch mal, dass die Leute da zahlreich einsteigen mögen. Ich fahre bloß nicht so weit vor, weil ich muss nämlich hier ordentlich ausholen. So, kommt mal ran einen Schritt. Jawohl.
So, wie stehen wir denn überhaupt da? Naja, guckt noch was hinten raus. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Hallo. 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 So, gucken wir doch mal hier. Ja, da ist noch viel Platz im Bus. Also da geht noch was. So, Türe zu. Klinken. So, und jetzt haben wir natürlich ein bisschen Feierabendverkehr. Ah, jetzt passt. So, langsam rausziehen hier. Ist ja selber nachgelenkte vierte Achse. Da müssen wir ein bisschen sanfter lenken. Waldrufen, Arkaden. So, und die Leute wollen natürlich auch zahlreich mit, das finde ich sehr schön. Dann, bitteschön. Hallo. Hallo. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Ja, für Moin ist es ein bisschen spät, ne? Wir haben es gleich. Hallo. Nachmittags um 5. Hallo. 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 So, alle drin. Dann müssen wir hier mal ein bisschen ausholen. So, und dann müssen wir blinken und dann müssen wir vor allen Dingen gucken, dass wir hier schön rauskommen. So, ich gewöhne mir das aber an, hier wieder richtig zu gucken. So, und eigentlich habe ich ja die Hoffnung, dass die Ampel irgendwann mal rot wird. Dann hätte ich nämlich auch eine Chance, vernünftig rauszufahren. Na, das sieht nicht danach aus. Weil hier kommt nämlich ordentlich Verkehr. Und mir ist es passiert, ich bin dann im Offline-Video, bin ja auch schon mal mit dem Capacity bis zur Fachhochschule gefahren, weil ich die SB35 erfahren wollte damit. Und gesehen habe dann, wo es lang geht. Und bin hier ein bisschen zu schnell rausgezerrt. Und dann hatte ich das Problem. Gut, jetzt wäre vielleicht Platz gewesen. Na gut, warten wir es ab. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück und die Ampel wird irgendwann mal rot. Ja, auf jeden Fall ist es mir passiert. Ich bin hier rausgezogen. Und dann ist mir das gute Stück weggerutscht. Nee. Das sieht bloß so aus, als wenn die langsam sind. Dann ist mir das gute Stück weggerutscht. So, als wenn es hier glatt gewesen wäre. So. Jetzt wäre es wirklich schön, wenn man eine große Lücke wäre. So, jetzt könnte... Ach, jetzt fahre ich einfach mal sehen, ob ich das hinkriege oder ob mir jemand reindonnert. Weil wir müssen nämlich hier auf die rechte Spur. So, es hat gerade so gepasst. Dankeschön. So. Und jetzt müssen wir warten, bis die Ampel soweit ist. Ja, das ist Nachmittagsverkehr. Aber jetzt bin ich froh, dass ich hier heil erstmal rausgekommen bin. So, Fachhochschule ist das nächste Ziel. Da kann ich nochmal mich um das Mikrofon hier kümmern. Irgendwie. Naja, gut. Vielleicht finde ich auch noch eine andere Lösung für das Mikro. So. So, jetzt muss ich schauen, dass ich noch Möglichkeit schön an der Mittellinie erstmal bleibe. Na gut, beim nächsten Mal dann.
Aber guck dir mal, in der nach der Kreuzung staut es sich auch. So, ich hoffe doch mal, der Kollege fährt noch an. Da hinten ist frei und dann müssen wir jetzt hier schön vernünftig rum. So, vernünftig einschlagen, ohne irgendwo festzuhängen und vor allen Dingen da hinten gucken, dass wir schön rumkommen. Und das passt aber so. So, und hier haben wir noch ein bisschen Platz. Okay. So, weiter im Text. Ich muss mal gucken, wie wir in die Fachhochschule reinfahren sollen. Entweder gleich vorne oder erst von hinten. So, hier mache ich mir mal ein bisschen Platz, soweit es das geht. So, langsam, Jan. Es ist grün. Nee, ihr würdet ja gerne mitfahren, aber ich halte hier nichts. Tut mir leid. So. Spiegelarbeit. Schön hier rum. So, auf die Autos aufpassen. Aber auch nicht zu flach fahren. Jawohl. So, also wir sollen gleich hier vorne reinfahren. Gut, dann bleibe ich mal mehr oder weniger mittig. Oh, da müssen wir natürlich auch aufpassen, nicht, dass hier noch ein Kollege kommt. Fußgänger haben grün. Kollege sehe ich erstmal keinen. Dann fahren wir jetzt schön hier in die Fachhochschule rein. Gut. So, und hier machen wir das wieder wie schon mal gehabt. Schönen großen Bogen fahren. Schönen großen Bogen. Dass wir könnten gerade ziehen, wenn uns hier jemand entgegenkommt. Da kommt aber niemand. Ah, ich sehe schon, ich hänge ein wenig im Fahrplan. Ja, 2 Minuten. Ah, dafür steht ein Kollege hier. So, jetzt habe ich natürlich das Halt. Die Schranke müssen wir beachten. Nicht gegen selbige donnern. So, aber jetzt wird Platz. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da... Tja, normalerweise würde ich euch ja schön reinfahren. Mal gucken wir mal, dass wir hier irgendwie reingefahren kommen, ohne dem Kollegen da ranzudonnern. Gut. Dann bleibe ich mal so stehen. So, dann bitteschön. Guten Tag. Ja, ich bin ein klein wenig spät. Hi. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Tageskarte, machen wir doch. Die kostet 9 Euro. Zack. Und einen zurück. Dankeschön. So, dann würde ich mal sagen, Türen zu, Türen zu. Und dann schauen wir mal, dass wir hier schön gemütlich wieder rausgefahren kommen. So, dann schauen wir mal. Das nächste ist Bommerholz Mitte. Bommerholz Mitte. Umsteigemöglichkeit zu den Bussen in Richtung Niedersprockhöfe. So, schön hier rum. Das passt. So, leider hat mich auch schon die ein oder andere schwarze Textur ereilt. Ihr seht es ja. So, wir fahren mal nicht ganz so weit vor. Sollte da ein Kollege kommen? Ja, ihr wollt mit, aber ich darf euch nicht mitnehmen. Sorry, Leute. Na gut, kommt, solange die Ampel rot ist, dann los. Aber ganz schnell. Hopp, hopp, hopp. Jawohl, zack. So. Genau, wird nämlich grün. Und ich sehe ein Auto parken da drüben. Aber hier können wir schön großen Bogen fahren, da sollte nichts passieren. Interessanter wird es jetzt hier vorne an der Kreuzung. Da würde ich mal sagen, ich mache mich einfach mal richtig breit und bleib mal hier so schön mittig. Und da wird es grün. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier ein bisschen ausholen können. Die stehen alle schön rechts, das freut mich. Da komme ich doch rum.
Ja, sehr schön. Danke dafür. So, ich sehe schon, ich bin ein wenig sehr gemütlich unterwegs. Und der Frosch leidet ein wenig an meiner Stimme, aber ich denke mal, lieber doch ein wenig gemütlich und sicher zum Ziel als ungemütlich und unsicher. Unfälle etc. So, du hast schon gedrückt, das ist noch ein ganzes Stück, bis wir in Bommerholzmitte sind. Jetzt geht es erstmal hier unten um die Kurve. Da habe ich aber schon eine Vorahnung, wie ich die fahren möchte. Und dann geht's berghoch. So, und auch hier mache ich mich gleich mal breit und fahre so weit wie nach, wie es geht, nach links. Und bleib mal ein bisschen weiter hinten stehen. Da wird's grün. So, bevor ich abbiege, warte ich mal, was ihr zwei hier macht. So, da ist aber Platz. Da muss ich nicht ganz so wild rumfahren. Na gut, Gegenverkehr. Ich hoffe mal, der wartet. Danke fürs Warten. So, und jetzt müssen wir in die Kurve gucken. Ich sehe erstmal nichts. Dann geben wir mal schön Gas und dann geht es jetzt hier berghoch. Komm mal, Kleiner, das musst du schaffen. Ich hoffe, da sind genug PS hinten im Heck, die dich ordentlich hier hochschieben. Naja, nicht ganz ohne. Nee, ich nehme dich nicht mit. Ich muss hier durchziehen. Tut mir leid. Komm, mein Kleiner. Schön schalten und ziehen. Ich weiß, das ist steil. Ach, jetzt kommt doch gleich meine Lieblingsstelle. Hä? Kann das sein? Ja, ich glaube. Ja, meine Lieblingsstelle kommt. Also schauen wir mal, wie ich die jetzt meistern werde hier. So, rollen wir mal runter. Blicken in die Kurve. Ich sehe nicht wirklich was. Also müssen wir weit ausholen. Komm mal, Kleiner. Yes. Oh, das passt. Da kommt gerade nichts. Sehr schön. So. Und hier können wir schön ausschwenken. Nur da oben. Muss man auf den Leitpfosten aufpassen. Aber da sind wir noch nicht. Jetzt kommt er in Blick. Ach, und wir sind rum und wir sind gleich oben in Bommerholz. Jawohl, geschafft. Wahnsinn. Und das mit 21 Meter Länge. So, Ampel ist grün. Dann dürfen wir auch. So, und Bommerholz Mitte müsste jetzt hier oben kommen. Jawohl, ich sehe das Haltestellenschild. So. Komme ich da rangefahren? Vernünftig. Komme ich. Mit ein bisschen Schwung. Komm mal rangelaufen, mein Kleiner. So. Bin mal ganz frech und hau hier mal die Warnblinke rein, weil wir stehen mit Sicherheit ordentlich hinten draußen. Ja, geht so, ha? So, also dann Türe zu, alles zu, Warnblinker aus, blinken und dann müssen wir schauen. Ach ja, wir müssen hier ein bisschen rumziehen und gerade ziehen vor allen Dingen. So, gerade ziehen.
Dreimer Straße. Bitte beachten Sie, dieser Wagen hält nicht an der Haltestelle, an der Staumauer. Ja, es gibt auch Kurse, die an der Staumauer halten, aber den habe ich nicht gefunden und deswegen fahren wir diesen hier. So, wir fahren auch nicht über Bootshaus, sondern direkt. So, wieder ordentlich schön anfahren hier. Gucken wir mal, da ist frei. So, da fahren wir schön gerade und dann blinken wir, dass wir hier gerade raus. Also das ist ja nur dann, sage ich jetzt mal, wenn wir hier nicht eine Ehrenrunde drehen müssen, richtig schön. Ach so, halt, jetzt kommt noch eine schöne Ecke, die müssen wir auch vernünftig fahren. Aber die haben wir ja mit dem L auch schon hingekriegt. So, also erstmal gerade da rein. Um sie bitte nicht so viel nachladen. So, und dann hier rum. Genau. Sehr schön. Ach, hier ist die Reimerstraße. Na, ich stehe wieder mittendrin. Dann machen wir wieder den hier. Türen auf, bitteschön. Sehr schön. Da kriegen die nämlich hinter mir das mit, dass da ich ein bisschen zu lang bin und deswegen nicht so richtig schön zur Seite fahren kann. Weisheit. So, da fahren wir jetzt erstmal wieder ein ganzes Stück, bis wir da sind. Warum ihr so zeitig klingelt? Wir haben noch ein ganzes Stück zu fahren. So, dann mal los hier. Dann sollten wir die auch mal einhalten. Nein! Sorry Leute, da war eine Fehlermeldung. Deswegen musste ich da mal kurz Enter drücken und gegenlenken. Das war jetzt, wie gesagt, nicht beabsichtigt. So, aber ich meine, so weit bis Hofkamp ist es jetzt gar nicht mehr. Und ich meine auch, es kommt nicht wirklich noch eine schwierige Stelle. Aber das ist meine Meinung jetzt. Mal sehen, was Umsi uns dazu sagen wird, beziehungsweise Waldhofen 2013. Nicht ganz, ja, ich habe es gerade selber gemerkt und schon runtergebremst. Sorry, Leute. So, bitteschön. Guten Tag. Sind aber immer viele Leute, die aussteigen wollen. Drei Minuten haben wir jetzt mittlerweile. Aber egal, noch sind wir gut dabei. Kronenberger Straße. So, es ist grün. Machen wir mal blinkern. Ah, ne, komm, ziehen wir noch rum. Da kommt nämlich gerade nichts. So, die Haltestelle ist da. Dann bitteschön. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob da jemand einsteigen möchte. Ah, ich habe eh alles aufgemacht.
Scheint aber nicht der Fall zu sein. Gut. Ja, wie gesagt, hier fahren wir jetzt geradeaus durch und nicht wie sonst durchs Gewerbegebiet hier rechts. Winsenburger Straße. So, bitteschön. Wie sieht's denn aus? Nee, da wollte ich nicht gucken. Ich wollte ganz hinten gucken. Aber sind da wegen noch ein paar Leute, die bis ganz zum Schluss mitfahren wollen? Dann haben wir es ja gleich geschafft. So, gucken wir mal. Nicht, dass hier noch jemand rauskommt, aber das sieht gut aus. So, und da haben wir es doch schon fast geschafft. Nicht geschafft, fast geschafft. Wir müssen hier noch ein bisschen fahren. Hofkamp, bitte achten Sie beim Verlassen des Busses darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Busfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit Busverkehr Waldhofen. Auf Wiedersehen. So, jetzt versuchen wir uns mal vernünftig an den Bordstein zu stellen, soweit es das möglich mir macht. Weil die Leute wollen nämlich schon wieder mit. Ja, ich weiß, ihr wollt mit. Aber ich lasse jetzt erstmal die Leute da hinten aussteigen und gucke mal. Der Fahrplan sagt, 4 Minuten 6 sind wir zu spät. Und ich vermute mal ganz stark, genau, wir müssten schon wieder los. Gut, dann stelle ich jetzt erst einmal das gute Stück ab. So, da hinten machen wir zu, da machen wir auch zu. Die Pfeile machen wir aus. Ja, ich weiß, dass ich ein bisschen zu spät dran bin, aber ich nutze jetzt trotzdem die Möglichkeit. Ja, steht auch ganz gut da, das gute Stück. So, umgeschildert hat er schon zum Beißenbruch und die Leute warten auch schon. Aber das war jetzt erst einmal und ich freue mich wirklich und ich hoffe ihr auch, die Hintour der Linie SB36 von Beißenbruch hierher zum Hofkamp. Und das Ganze mit 21 Meter Länge. Jo. Und wie gesagt, ich freue mich unfallfrei, jede Kurve gemeistert. Jo, dann hoffe ich mal, dass es im nächsten Video, wo ihr wieder mit dabei sein möchtet, auch so funktionieren wird. Und dann sage ich bis dahin, tschüss.